ist Anja und leider ist mein Mikrofon immer noch kaputt, deswegen haben wir jetzt diese Headset-Alternative. Ich habe mir ein neues bestellt, das sollte jetzt auch die Tage da sein, aber ihr könnt euch wahrscheinlich auf 1-2 Videos mit Headset einstellen. Es tut mir sehr leid, ich habe leider keine Kontrolle darüber und ich will nicht einfach keine Videos bringen, vor allem, weil ich das schon gemacht habe, während ich auf Tour war, das ist by the way auch, sorry. Naja, darum soll es aber nicht gehen. Im heutigen Video möchte ich ein bisschen über Kritik reden, die Flo gekriegt hat, die eventuell gerechtfertigt ist oder nicht. Ich habe mir das Video angeguckt. Ich habe von vielen Leuten in den Kommentaren gesagt gekriegt, hey Ronja, der und der hat das Video gemacht, guck dir das mal bitte an oder halt ähnliche Sachen. Und ich will euch ein bisschen meine ehrliche Meinung zu dem Ganzen geben, so ein bisschen als Insider-Person, die Flo kennt. Ich habe gerade gesehen, dass Flo heute auch ein Video dazu gemacht hat, wo er ein bisschen Stellung nimmt. Ich habe es jetzt noch nicht gesehen. Ich weiß aber, dass es natürlich was anderes ist, wenn man sich selber rechtfertigt und wenn man sich selber verteidigt, als wenn das eine dritte Person macht. Erstmal vorweg als Disclaimer, ich möchte nicht, dass ihr entweder zu dem Ersteller des Videos oder zu Flo oder zu irgendjemandem sonst geht und, gemeine Sachen in die Kommentare schreibt. Das ist nicht meine Absicht. Ich will auf keinen Fall, dass hier irgendjemand Hate kriegt. Schauen wir uns das Ganze mal an. Im ersten Video, das ich jetzt behandle, geht es um seinen angeblich todeslimitierten Merch. Aber schauen wir einfach mal selber in das Video. Das Monsterei ist geschlüpft. Minecraft Omega 39 rein. Aber sagen wollte, vielleicht können wir dann irgendein anderes Tierthema in dem Raum hier, aber ist jetzt eigentlich auch egal hier, Leute. Ich wollte hier unbedingt darauf aufmerksam machen, dass die neuen T-Shirts... Oh Mann, ich glaube, ich brauche bei seinen Videos echt einen Tilan-Reverse-Filter. Man versteht da legit überhaupt nichts, wenn er sich so überschlägt beim Reden. Okay, so, der erste Punkt, der hier gemacht wird, ist, ist betreffend der Stimme, die Flo bei seinen Videos hat. Ich kann euch erstmal eins sagen. Die Stimme, die Flo im echten Leben hat und die Stimme, mit der Flo Videos aufnimmt, ich meine, unterscheidet sich nicht extrem, aber unterscheidet sich schon ein bisschen. Es ist logisch, dass man, wenn man zum Beispiel Videos macht und weiß, man möchte alles in einen bestimmten Zeitrahmen packen, dass man dann versucht, ein bisschen schneller zu reden, den Content halbwegs unterhaltsam zu halten, damit man einfach auch den Punkt rüberbringt und kein langweiliges Video hat, wo man dann eine halbe Stunde da sitzt und sagt, ja, lass mich mal kurz gucken. Auch wenn man das vielleicht im echten Leben machen würde, also kann man ihm jetzt nicht wirklich vorwerfen, er verstellt sich künstlich für seine Videos und versucht da extra gehypt oder, keine Ahnung, exponentiell viel schnell, laut, was auch immer zu reden. Das liegt so ein bisschen in der Natur der Sache. Wenn du YouTube-Videos machst, möchtest du natürlich deinen Kram rüberbringen, okay? Vor allem ist es ja so, dass die Fanbase von Flo nicht unbedingt aus 40-Jährigen besteht, die vielleicht die Aufmerksamkeit dafür haben und dann sagen, okay, ich gucke mir jetzt einen Technik-Guide an, der mir 1:1 erklärt, wie ich die Teile von einem PC zusammenbaue. Das ist nicht der Fall. Das sind jüngere Leute, die unterhalten werden möchten und die sich deswegen Videos anschauen. Dementsprechend gehypt muss man zwangsweise reden. Was er zu seiner Stimme sagt, ist natürlich auch ein bisschen persönliche Meinung. Ich bin ganz ehrlich. Als ich Flo das erste Mal gehört habe, war ich auch nicht der größte Fan der Stimme. Du hast keine Kontrolle darüber, wie du redest, ob Leute deine Stimmfarbe mögen oder nicht. Ich krieg von vielen gesagt, sie finden es angenehm, wie ich rede oder dass ich eine süße Stimme habe angeblich. Ich habe aber auch viele Leute, die sagen, oh mein Gott, was zur Hölle? Bitte hör auf zu reden, ich kann mir das nicht anhören. Das sind halt immer unterschiedliche Meinungen, das ist komplett okay. Jeder kann da seine eigenen Präferenzen haben, nur kann man seine Stimme halt nicht verändern. Von daher finde ich, ist das halt klar. Wenn es einem nicht gefällt, guckt man sich's nicht an. Es gibt Leute, denen gefällt es, die gucken sich das an, da kann jeder machen, was er möchte. Die vier Designs, von denen er redet, sind das Schlittendesign, dann irgendwas mit Team Melone Weihnachtsedition und die anderen beiden habe ich leider nicht verstanden, weil Chaosflo denkt, dass er der neue Kollege sein muss. Auf jeden Fall Merch mit einem Minecraft-Avatar mit Geschenken im Hintergrund und eine Weihnachtsmelone mit einer Sonnenbrille. Limitierter Merch, beziehungsweise viel Werbung. Flo hat limitierten Merch, das weiß jeder. Flo bringt oft neue Designs raus. Und ersetzt damit die alten. Er hat jetzt zum Beispiel zu Halloween was Besonderes, zu Silvester, zu Weihnachten, zu Ostern wird was kommen. Es ist einfach
es bietet sich an. Es sind gute Gelegenheiten, um neues Design rauszubringen. Und wenn man Design gemacht hat und Merch gemacht hat, dann klar, möchte man das auch sagen und seinen Zuschauern mitteilen und sagen, hey, es gibt das und das neue Design, ihr könnt das jetzt kaufen. Hier ist der Shoplink, falls ihr euch das interessiert. Dann ist das fein. Für meinen Geschmack ist es auch ein bisschen viel. Ich würde es persönlich wahrscheinlich nicht selber in dem Ausmaß machen, find's aber jetzt auch nicht tragisch oder schlimm und würde jetzt auch nicht so weit gehen und zu sagen, ja, er zieht seine Fans ab oder er versucht die in was rein zu pressuren, was sie eigentlich nicht wollen. Die meisten YouTuber promoten ihren Merch in Videos. Ich glaube, mittlerweile gibt's fast keinen, der eine bestimmte Abo-Grenze überschritten hat, der nicht auf seinen eigenen Merch verweist und nicht auf sein eigenes Design aufmerksam macht. Und natürlich, das kann man machen. Es ist nichts Verwerfliches, wenn man Design hat und wenn man sich Merch erstellt hat und wenn man das alles, die ganze Arbeit hatte, um das in den Shop zu implementieren, dann natürlich kann man es erwähnen. Das ist absolut fein. Ich finde, es ist eine Sache zu sagen, mir macht Flo zu viel Werbung, ich persönlich würde es anders machen. Und es ist eine andere Sache zu sagen, die Masche kleine Kinder abzuziehen, zieht er konsequent durch. Es wirkt einfach so, als ob er der größte Betrüger auf Erden ist, nur weil er sein eigenes Produkt verkaufen möchte. Wie gesagt, es ist seine Plattform, im Endeffekt kann er advertisen, was er möchte, ob die Leute ihn dann gucken oder nicht, ist fraglich. Aber keine Ahnung, wenn er auf seinem Kanal Merch von seinem Kanal aus seinem Shop bewerben möchte, dann kann er das tun, ohne automatisch Kinder abzuzocken. Es ist ein zweischneidiges Schwert, weil einerseits möchtest du natürlich kein Sellout sein. Du möchtest nicht das ganze Video Werbung machen und alle Werbeangebote, die dir zugeschrieben werden, nehmen und einfach so viel Profit wie möglich raus haben. Ich meine, irgendwo hat man dann auch noch was, das sich Integrität nennt. Aber ab einem bestimmten Punkt hast du halt auch eine bestimmte Anzahl an Stunden reingesteckt in das Design und in die Entwicklung von dem Ganzen. Und möchtest dann natürlich auch eine Belohnung dafür im Endeffekt. Also es ist immer so ein bisschen schwer, die Waage zu halten zwischen den beiden Faktoren. Ich glaube halt, dass man das als Außenstehender schwierig beurteilen kann und das auch nicht unbedingt so wertend sagen sollte. Ich kenne Flo persönlich. Er ist kein schlechter Mensch, okay? Er ist kein schlechter Mensch. Ich weiß, dass solche Videos immer ein furchtbares Licht auf jemanden werfen. Und wenn man als Außenstehender da drauf guckt und die Stimme hört und vielleicht damit konfrontiert wird, dass er die ganze Zeit Werbung hat, dass man sich dann erstmal denkt, oh mein Gott, was zur Hölle passiert hier eigentlich? Aber was ich sagen kann, ist, dass wir auf der Tour da saßen und Autogramme gegeben haben, bis der allerletzte aus der Schlange dran war. Wir hatten kein Zeitlimit nach außen, auch wenn wir irgendwie nach der Hälfte gesagt haben, oh Gott, die Schlange wird nicht kürzer, es ist furchtbar, es ist unglaublich anstrengend gewesen. Aber man will die Leute nicht enttäuschen und es ist dir auch wichtig, dass die zufrieden sind, wenn die jetzt schon gekommen sind und sich ein Ticket gekauft haben für die Tour und sich darauf freuen und dann stundenlang anstehen, dann sollen sie dafür auch belohnt werden und sollen dann auch ein Foto kriegen und eine Autogrammkarte oder was auch immer sie sich wünschen und ein bisschen ein, zwei Worte wechseln, keine Ahnung. Man hat gemerkt, dass ihm seine Fans nicht egal sind. Das ist alles, was ich damit sagen möchte. Wirklich nicht. Er hat sich zusammengerissen, auch wenn er wirklich keine Lust mehr hatte, ab einem bestimmten Punkt. Und hat für jedes Foto gelächelt, hat jeden behandelt, wie als wäre es der Erste, der gerade in der Reihe stand und gekommen ist. Und damit jeder ein schönes Erlebnis hat und sich jeder freuen kann. Und ich glaube, das beweist ja auch zu einem guten Stück, dass es ihm nicht egal ist. Im zweiten Teil des Videos ist es so, dass erwähnt wird, dass Flo Tops und mich nur ausnutzt und sich nicht mal die Mühe macht, eigene Videos für uns aufzunehmen. Ich will es nicht schönreden, okay? Es ist nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen. Und wir haben da tatsächlich auch mal mit Flo drüber geredet und haben halt gesagt, jetzt nicht unbedingt auf Wolf bezogen, und mir ganz ehrlich, mir ist es bei Wolf egal.
es ist halt, man nimmt aus einer anderen Perspektive auf. Von daher ist es nicht komplett das Gleiche. Man läuft ja nicht die ganze Zeit zu dritt durch die Gegend. Und es gibt auch genug Leute, die sagen, sie gucken sich das trotzdem an. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es ist auch angenehm, nicht ewig lange aufzunehmen. Weil was man bedenken muss, ist, wenn man mit den anderen Videos macht, ist, dass man nicht nur sein eigenes Video aufnimmt, sondern auch noch die Videos für die beiden anderen aufnimmt. Und dann schon mal stundenlang da sitzt und den ganzen Tag aufnimmt und im Endeffekt mit drei Videos rausgeht und sich denkt, das nennt man produktiven Tag. Nicht. Ich kann sagen, dass ich für mich eine Zeit hatte, wo ich mich relativ drüber geärgert habe und gesagt habe, ich find's nicht gut. Das war... Wenn ihr auf meinem Kanal guckt, seht ihr ja, dass ich oft auch Videos alleine gemacht habe. Und oft andere Sachen mal probiert habe. Einfach weil ich nicht die Möglichkeit hatte, mit Flo aufzunehmen an dem Tag. Entweder weil er geschlafen hat oder weil er es vergessen hat oder irgendwas in die Richtung. Oder weil er meinte, er hat keine Zeit. Was okay ist, man muss nicht immer Zeit haben. Aber dann hat er trotzdem erwartet, dass wir Videos für ihn aufnehmen. So. Das Ding ist, sowas passiert. Also, das macht ihn nicht zu einem schlechten Menschen. Wir haben mit ihm geredet, wir haben gesagt, Flo... Nicht so cool. Er hat sich entschuldigt, hat gesagt, wir machen einen großen Aufnahmetag, wo wir unsere Sachen aufnehmen können. Und das haben wir gemacht. Es ist... Klar, es wirkt erstmal negativ, aber kein Mensch ist perfekt. Man kann niemandem sagen, okay, ich mache alles perfekt und es wird niemals Ungerechtigkeiten geben. Und ich finde es ehrlich gesagt auch viel wichtiger, dass man zwar Fehler macht, aber dann dazu steht... auf Kritik hört, sagt, okay, wenn man falsch lag, man entschuldigt sich, man ändert was und das dann auch ändert, als dass man immer der perfekte Mensch ist und alles von vornherein macht, weil wir sind alle Menschen. Wie gesagt, ich bin 20 Jahre alt. Ich werde, wenn ich mich ungerecht behandelt fühle, dann werde ich die erste Person sein, die sagt, das ist nicht cool, ich mache da nicht mehr mit, ich bin raus aus der Sache. Da könnt ihr euch sicher sein. Ich werde mich niemals verstellen, nur um, um irgendjemandem was recht zu machen, wenn ich selber damit sehr, sehr unzufrieden bin. Und, ja, wie gesagt, sowas wirkt vielleicht für Außenstehende manchmal schlimmer, als es eigentlich ist. Zusammenfassend, jeder kann sich sein eigenes Bild bilden. Ich finde nur, man sollte weder nur auf Flo oder nur auf solche Kritiker hören und dann davon sein komplettes Weltbild abhängig machen. Ich finde... Man soll sich selber mit dem Content auseinandersetzen, sagen, ob das für einen okay ist oder nicht, seine eigene Meinung bilden und wenn es einem nicht gefällt, dann guckt doch bitte einfach was anderes. Also, es klingt jetzt ganz schön preachy, aber man lebt nur einmal auf der Welt, okay? Man möchte nicht sein Leben damit verbringen, einfach wütend zu sein auf Personen, die man nicht mal kennt persönlich. Also auf Personen im Internet, die dir sowas von egal sein können. Einfach weil... Es beeinflusst dich nicht. Es kann dir egal sein. Es ist nichts, wodurch du einen negativen Effekt hast. Ich glaube, irgendwo, klar, irgendwo steckt in so einem Video ein Fünkchen Wahrheit. Und ich will nicht sagen, dass alles... Was Flo macht, perfekt ist. Oder dass er ein perfekter Mensch ist. Oder dass ich ein perfekter Mensch bin. Oder dass irgendjemand ein perfekter Mensch ist. Ich sag nur, man soll immer abwägen, wie schlimm man selber manche Sachen findet. Und wenn man sagt, nope, das ist ein Dealbreaker, da bin ich raus, dann ist man halt raus. Dann muss man nicht auf Videos gehen und grundlos Hate verbreiten. Auf Personen im Internet. So, ich hoffe, das Ganze hat ein bisschen ergeben. Wenn euch das Video gefallen hat, dann drückt ihr einen Daumen nach oben und abonniert den Kanal. Wie gesagt, ich entschuldige mich für die Headset-Qualität. Es wird besser werden, versprochen. Ich habe da ein neues Audio-Interface und das wird viel, viel besser klingen. Und wir werden alle super, super froh sein und die Qualität wird insane ansteigen, okay? Ich habe viel Geld in die Hand genommen. Naja, wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao!